Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video, wieder mal aus der schönen Hallen-TV-Halle. Ja, was soll ich sagen? Ihr habt es im Titel ja schon gelesen. Ich habe mir ein Moped gekauft. Ich hatte es ja auch im letzten Video schon, im vorletzten Video hatte ich es ja schon angekündigt, dass ich das vorhatte. Und ja, ich habe es tatsächlich getan. Und die erste Fahrt, sage ich mal, als sie in meinem Sitz war, war jetzt nicht so erfolgreich. Vielleicht kurze Story dazu. Ich habe die Maschine in Soltau gefunden über eBay Kleinanzeigen. War ja sowieso in Hannover auf dem Lehrgang und da fahre ich an Soltau vorbei auf der A7. Übrigens eine ganz tolle Strecke, nicht? Und habe ich mir gedacht, guckst du den Hobel mal an. Helm mitgenommen, Handschuhe mitgenommen, Klamotten mitgenommen und dann ja, komme ich da hin, ist sehr gepflegt. Und der letzte Besitzer macht seine Garage auf und da steht die Maschine schön auf so einem Perserteppich. Richtig sauber, richtig geil gepflegt, das Ding. Sie ist ja nicht mehr die neueste, also sie ist 20 Jahre alt, ziemlich genau. Und der Eindruck war schon mal richtig krass, also für so ein altes Motorrad in Anführungsstrichen wirklich mega Zustand. Ja, dann habe ich mir das Ding angeguckt, haben wir angeschmissen, lief auch sofort auf Schlag. Service hatte er gemacht, also eigentlich alles top. Dann habe ich gesagt, ja, wie sieht's aus, Probefahrt? Ja, kein Problem, kannst du machen. Gut, dann habe ich mich umgezogen, habe mich raufgeschmissen auf das Ding, bin einmal da die Bundesstraße rauf und runter gefahren und ja, sofort schockverliebt, also mega gut. Ich habe dann aber gesagt, weil es ist ja immer so, wenn man ein geiles Fahrzeug sich anguckt und verliebt ist, dann würde man alles kaufen, egal was für ein Schrott das ist. Und deswegen habe ich mir erbeten, noch mal eine Nacht drüber zu schlafen und habe mir dann am nächsten Tag Bescheid gegeben, dass ich da die Maschine nehme. Ja, wir sind dann auch hingefahren. Meine Frau hat mich hingefahren mit dem Auto. Er war so nett und hat gesagt, ich kann das Teil auf eigene Achse überführen. Was ich super korrekt finde, weil sonst hätte ich mir wieder einen Anhänger ausleihen müssen und dies und das. Und ja, war halt so viel entspannter. Ja. Dann hin, bezahlt, alles fertig gemacht, rauf auf dem Hobel und Abfahrt Richtung Heimat. Ungefähr na, 45 Minuten Fahrt. Hat mega Bock gebracht, richtig geil, geiles Wetter. War eigentlich alles super nice. Und dann, irgendwie eine Viertelstunde vor zu Hause, auf der, ich weiß nicht, ist glaube ich keine Bundesstraße, es ist eine Landesstraße da. Zwischen der A7 und Raven, ich sag mal Raven dazu. Ja, auf einmal kein Gas mehr angenommen, ich am Hahn gedreht, nix. Kupplung, Gang runter, wieder versucht, dass sie wieder kommt, nix. Tot. Kiste aus. Ja, toll, scheiße. Meine Frau ist vorweggefahren, hat das erst nicht gecheckt, dass ich langsamer geworden bin und irgendwann so übelst Panik geschoben. Was macht sie? Ruft mich erstmal an. Ja klar, ich kann natürlich eben rangehen, wenn ich einen Helm auf habe. Ja, dann habe ich mir eine Bucht da, so eine Einfahrt in so einen Waldweg gesucht, wo ich mich dann hingestellt habe. Dann kam sie irgendwann zurück und hat sie, was ist denn hier los? Ja, Kiste springt nicht mehr an. So, dann habe ich ein bisschen geguckt da. War natürlich nichts zu sehen. Anlasser drehte ganz normal, Spritpumpe lief an. Werkzeug hatte ich natürlich nicht mit. Natürlich nicht, das hat man nie mit, wenn man es braucht. Und dann ja, habe ich einen ADAC angerufen. Der hat natürlich einen Moment gebraucht, dann war es immer dunkel und er hat die Karre aufgeladen und hier nach Hause gebracht. So. Ich hatte natürlich wieder keine Zeit, mich um die Problematik zu kümmern, weil ich ja gleich wieder auf den Lehrgang musste. Hat natürlich so eine Krawatte, schön, wollte schön Moped fahren noch und dann streik die Kiste. Ja, Ende vom Lied. Es war wirklich echt nur eine Banalität zum Glück. Ich habe hier einen Schrauber in der Nähe. Gruß geht raus, wenn du das siehst. Der wirklich gut Plan hat. Dem habe ich das Ding mitgegeben. Der hat es auch abgeholt mit dem Transporter. Und es war wirklich nur ein Schlauch im Tank, der die Kraftstoffpumpe versorgt. Der hatte sich aufgelöst. Da hat wohl irgendwer schon mal dran gebastelt und hat scheinbar in die falsche Kiste gegriffen und keinen Kraftstoffschlauch genommen, sondern, was weiß ich, Kühlmittelschlauch oder irgendwas. Ja, und dann hat sie aufgelöst. Und da das Motorrad schon ein Einspritzer ist, konnte die Kraftstoffpumpe keinen Druck aufbauen. Ja, und dann haben sie die Einspritzventile nicht geöffnet und nichts ging mehr.
Also zum Glück war nicht teuer und es kam doch noch zu einem versöhnlichen Ende. Und ich bin jetzt auch schon zweimal damit nach Schneewerding geballert, weil ich da Lehrgang hatte. Und es macht einfach mega Laune. So, jetzt will ich euch gar nicht länger auf die Folter spannen. Jetzt zeige ich euch mal den Bock. Also, ab geht's. Das ist das Ding. Also, ich habe hier eine Ducati 900 SS, also eine 900 Supersport, Baujahr 2001. Das ist eine 900 SIE. Das IE steht für Injektion Elektronika, also für eine elektronische Kraftstoffeinspritzung. Es gab die 900 SS auch mit Vergaser. Sieht ein bisschen anders aus, ein bisschen oldschooler, kantiger, so 80er Jahre mäßig, finde ich. Ist zwar aus den 90ern, aber ich finde die vom Design her deutlich schöner, muss ich sagen. Ja, 904 Kubikzentimeter V2 oder Ducati spricht, glaube ich, von L2. Der ist ja so L-förmig angeordnet, die Zylinder. Ist von der Leistung eigentlich relativ human. Knapp 80 PS, 79 PS. Aber ich finde, es täuscht. Ich habe mir gedacht, boah, erstes Motorrad, 80 PS, kann schon nicht so abgehen. Ja, da habe ich die Rechnung ohne Ducati gemacht, weil das Ding hat Drehmoment ohne Ende. Also das Ding hat über 80 Newtonmeter Drehmoment, ist für ein Motorrad ziemlich viel. Auch für ein 20 Jahre altes Motorrad ist das schon gut. Und das merkt man auch. Also so ab 3.500 bis 4.000, wenn du da am Hahn reißt, da geht es nur noch nach vorne. Also die marschiert echt wie Sau. Ich denke die ganze Zeit immer, ich fahre aus dem Ort raus zum Beispiel, und ich wundere mich, warum die Leute immer alle so langsam fahren mit den Autos. Und dann guckst du auf den Tacho, hast schon 110 drauf. Die fahren also normal. Also das ist schon, macht schon irre viel Spaß. Also ist ein echtes Spaßmobil. Ist natürlich nicht die bequemste. Ich habe mir auch noch andere angeguckt. Ich wollte eigentlich eine Monster haben. Das ist ja ein Naked Bike von Ducati. Habe ich mir auch eine angeguckt, aber die war so ungepflegt, dass ich gesagt habe, nö, möchte ich nicht kaufen. So, und die hier ist so geil gepflegt und so mega Zustand, dass ich gesagt habe, die musst du einfach kaufen für den Kurs. Also ich sage jetzt nicht genau, was ich bezahlt habe, aber es war ein absolutes Schnäppchen, muss man sagen. Wenn ich überlege, wie viel Spaß man für so wenig Kohle haben kann, ist echt krass. Was man natürlich bei Ducati immer bedenken sollte, sind die laufenden Kosten, denn die Ducati Zweizylinder sind relativ wartungsintensiv.
Wir haben ja diese Desmodromik-Ventilsteuerung, was übrigens eine ziemlich geile Sache ist, wie ich finde. Die kommt nämlich komplett ohne Ventilfedern aus. Das heißt, die Nockenwelle öffnet und schließt sozusagen das Ventil. Das sind zwei Hebel, einer zum Schließen, einer zum Öffnen. Und das kommt komplett ohne Ventilfedern aus. Und dann hat man natürlich bei hohen Drehzahlen keine Probleme. Weil das Problem bei hohen Drehzahlen ist ja, dass Ventilfedern immer nicht mehr hinterherkommen. Und ja, dann ist einfach irgendwann ein Ende. Die dreht jetzt mit ihrem Zweizylinder, glaube ich, bis 9,5. Das finde ich auch ganz schön beachtlich. Aber maximales Drehmoment ist so bei 6,5 ungefähr. Und wenn man so bis 7,5 dreht, dann geht schon nicht die Post ab. Also ich habe sie noch nicht ganz ausgedreht. Will ich auch nicht unbedingt, weil tut nicht Not und man muss sie auch nicht unnötig quälen. Ja, dann muss bei den Ducatis regelmäßig der Zahnriemen gewechselt werden. Die haben einen Nockenwellenantrieb über Zahnriemen. Das hat der Vorbesitzer gemacht zum Glück. Da habe ich jetzt erstmal wieder 25.000 Kilometer Ruhe laut Serviceheft. Also von daher alles easy. Ich werde die Zahnriemenspannung in der Wintersaison nochmal überprüfen. Also ich werde den Deckel mal auch mal gucken. Das ist ganz abgefahren. Ducati spannt den nämlich akustisch. Das heißt, die spannen den vor, zupfen dann an der längsten Stelle, wo der Zahnriemen am längsten, also am weitesten Abstand zwischen zwei Rollen hat und messen dann die Frequenz. Und wenn die Frequenz passt, wie eine Gitarrenseite im Prinzip, dann ist der Zahnriemen richtig gespannt. Finde ich total abgefahren. Ja, was muss ich noch machen? Ich habe hier den Tankdeckel war raus und die Dichtung ist komplett hart gewesen. Da muss ich nochmal eine neue Dichtung reinmachen. Außerdem möchte ich gerne diese Spiegel hier wieder gegen die Originalen tauschen. Ich habe alle Originalteile mit dazu bekommen. Das Heck hier ist zum Beispiel auch nicht original, das ist so ein Racing-Heck. Normalerweise ist hier noch ein Sozius. Ich finde das Heck sehr geil. Schreibt ihr doch mal bitte in die Kommentare, was ihr machen würdet. Würdet ihr das Racing-Heck lassen? Ich finde den Sitz ein bisschen unbequem, weil ich hier mit der Plauze vorne am Tank hänge und hinten mit dem Arsch an der Kante vom Sitz. Das wäre natürlich bei der Doppel-Sozius-Sitzbank nicht das Problem mehr. Deswegen bin ich am Überlegen, ob ich das wieder auf Original umbaue. Also die Spiegel werde ich, glaube ich, definitiv auf Original umbauen, weil das sind jetzt hier so Carbon-Look-Spiegel und ich finde Carbon-Look ultra kacke, ehrlich gesagt. Entweder echt Carbon oder halt kein Carbon. Außerdem fangen die ab 100 so an zu vibrieren, dass du überhaupt nichts mehr drin siehst. Das finde ich auch nicht so prall. Deswegen kommen da die Originalen wieder dran. Außerdem werde ich irgendwann nochmal die Blinker vorne tauschen. Da sind immer LED-Blinker rangekommen. Die finde ich auch sehr hässlich. Ansonsten ist eigentlich nicht viel zu machen an dem Hobel. Außer Spaß haben. Hä? Ja, also ihr seht, das Video oder der Ducati-Kauf hat ein Happy End. Denn die anfänglichen Probleme bei der Überführungsfahrt waren echt nur eine Kleinigkeit und jetzt macht das Ding einfach ultra Laune. So, ich zeige euch jetzt nochmal die Originalteile, die ich dazu gekriegt habe. Und dann könnt ihr gerne einen Kommentar hinterlassen, ob ihr das umbauen würdet oder ob ihr lieber das Racing Heck lassen würdet. Ständer. Wo ist der Ständer? Der Ständer ist ausgeklappt. Kann ich ja lange probieren. So, wie gesagt, das ist hier diese Racing Höcker mit diesem Sitz. Und das ist die Originalsitzbank hier. Kommt quasi hier so hin und hat dann noch zwei Hälften an der Seite, die im Prinzip hier diese Form nachbilden. Und das Schöne an der Sache ist auch, wenn man die Originalsitzbank hat, kann man hinten noch ein abschließbares Fach aufmachen. Ich habe zwar jetzt hier auch ein Fach drin, der Sitz ist nur mit Klett festgemacht. Da ist zum Beispiel Warnweste und ein Schloss habe ich da drin. Aber es ist natürlich für jeden zugänglich, das ist auch nicht so geil. Also rein optisch finde ich dieses Monoposto-Heck mega geil. Aber von der Funktionalität her ist es halt so semi-geil. Ja, hier habe ich noch den originalen Kennzeichenhalter, der kommt natürlich auf gar keinen Fall ran, der ist ja ultra hässlich. Hier sind die originalen Spiegel. Ah, die haben eine Macke. Scheiße. Das habe ich nicht gesehen. Vielleicht hat sich deswegen rausgetauscht. Das wären die originalen Spiegel.
sind auch ein bisschen größer, ne? Und auch dafür, ach hier, der Fuß hier, der passt überhaupt nicht von der Größe. Ja, hm. Also ich finde die originalen Spiegel besser. Gucken, ob der andere auch eine Macke hat. So, hier, das ist noch das Heckteil mit so einem kleinen Spoiler als Haltegriff. Die Originalblinker sind auch mit dabei. Aber die finde ich persönlich... Da sind sie. Hier, das sind halt so Riesendinger. Finde ich persönlich auch nicht so schön. Kettenabdeckung ist kaputt, da habe ich mir noch eine neue bestellt. Der Spiegel sieht noch recht gut aus. Ja, vielleicht kaufe ich den einen neu. Mal gucken. Bestimmt wieder richtig günstig. Ist halt Ducati. Aber ich lebe einfach mit diesem kleinen Kratzer. Hm. Hallo. Ja, hier, das sind die Seitenhälften. Steht auch nochmal Ducati Supersport IE drauf. Finde ich eigentlich ganz cool. So, dann hat er mir noch ein Kettenpflegeset dazu geschenkt. Fand ich auch ultra nett. Fuß geht raus, wenn du das siehst. Kiste läuft wieder. Jo, also, ich bin jetzt stolzer Moped-Besitzer. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Wie gesagt, schreibt mal einen Kommentar und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich melde mich ab.